Wir kommen jetzt zum Titelbildschirm. Das bedeutet, dass ich jetzt hier für dieses Jahr langsam abmoderiere. Mein Gott, was war das für ein Jahr? Völlig krass. Auch wenn man jetzt mal hinwegsieht von diesen ganzen Streamerei, die ich hier mache. Was war das für ein krasses, krankes Jahr? Also jeder von uns war natürlich sehr stark betroffen. Ich war sogar mit meinem eigenen Leib betroffen. Ich hatte Corona, da habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht, falls euch das interessiert. Gerne da vorbeigucken. Also Corona hat uns natürlich ja im Jahr 2020 alles so ziemlich vermiest, vermacht. Jeder hat irgendwie drunter gelitten. Manche mehr, manche weniger. Aber natürlich, wir mussten uns alle auf das besinnen, was halt wirklich wichtig ist. Das ist auf jeden Fall Gesundheit. Viele sehen das bis heute noch nicht ein, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war das Jahr für mich auch jetzt nicht so pralle, muss ich so sagen. Ich habe mir viel mehr erhofft. Also jetzt nicht vom Kanal, nicht von YouTube, sondern so. Natürlich mit den Treffen und Feiern und ne, dass man das alles viel mehr genießt. Ne? Und der Urlaub flog auch für mich flach. Den habe ich natürlich auch alles abgecancelt. Tja, was soll man machen? Ich hoffe, im Jahr 2021 wird es wesentlich besser als das, was wir jetzt haben. Ich hoffe auch, dass sich sehr, sehr viele impfen werden und dass da auch die Beschränkungen dadurch wesentlich schneller weggehen. Ne? Das muss man ja auch so sagen. Umso mehr natürlich immun sind, umso weniger Probleme haben wir dann letzten Endes. Ich hoffe, das geht auch schnell mit der ganzen Impferei, damit alles wieder losgegangen. Konzerte, Gastronomie muss da nicht mal eingeschränkt werden und so weiter und so fort. Also das wäre für mich so ein ganz, ganz großer Wunsch. Ich werde mich persönlich auch impfen lassen, wenn es soweit ist, gegen Corona. Ja, aber das ist, also das ganze Jahr 2020 war eigentlich nur das Corona-Jahr eigentlich mehr oder weniger. Jeder hat es zigtausendmal gehört. Jeden geht's schon, hängt schon aus den Ohren raus. Aber so ist das nun mal. 2021 hoffe ich, da geht es nicht nur bloß um Corona, sondern halt tatsächlich mal um wieder sinnvollere Sachen, die auch nötig sind. Ja, 2021 erhoffe ich mir wirklich viel. Auch, dass ich vieles halt nachhole. Also ich werde auf jeden Fall, wenn das funktioniert, werde ich wirklich sehr, sehr viel nachholen. Zu meinem Kanal. Das verlief dieses Jahr mehr als gut, muss ich sagen. Also ich hätte mir das nie träumen lassen können. Ich bedanke mich, wirklich. Ich bedanke mich bei den über 106.000 Aufrufen, die in diesem Jahr stattfanden. Also nicht im allgemeinen Kanal, das sind auch wieder mehr. Aber in diesem Jahr habe ich über 106.000 Aufrufe auf meinen Kanal erhalten. Und das ist eine Summe, die ist enorm. Die ist so enorm, dass ich sagen muss, das ist das Vierfache von denen, was ich 2019 hatte. Das Vierfache. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe von 2019 zu 2020 mich um Vierfache gesteigert mit den Aufrufen. Das Gleiche bei der Wiedergabezeit. Die steigt natürlich dann unweigerlich meistens mit, ob man möchte oder nicht. Auf jeden Fall, die Wiedergabezeit ist auch so um das Vierfache dann gestiegen. Also das bedeutet, dass ja nicht nur Leute draufkommen und wieder gehen, sondern tatsächlich nach wie vor meine Videos stabil angucken. Wiedergabezeit kann ich auch mal eine Zahl sagen, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Natürlich jetzt bis zum 30. Dezember, morgen zu Silvester, kann ich natürlich keine Daten dann mehr sagen. Aber natürlich ein bisschen mehr wird es. 4.178 Stunden, muss man sich mal vorstellen, also über 4.178 Stunden. Das ist viel, also über das Vierfache auch hier. Sehr, sehr krass. Und vor allen Dingen, jetzt kommt das ganz Große. Dieses Jahr habe ich 158 Abonnenten bekommen hier auf meinem Kanal. 158. Für größere YouTuber klingt das
lächerlich. Ja, da denken sie sich, ach Gott, das mache ich in einen Tag. Ne? Aber für mich ist das eine riesige Menge. Also ich bedanke mich wirklich bei jedem, der hier abonniert hat. Das ist super. Es zeigt mir auf jeden Fall auch, dass diese 158 Abonnenten auf jeden Fall mehr wollen, dass sie mehr Inhalte sehen wollen, und ich werde mir wirklich im Jahr 2021 richtig Mühe geben, da nochmal einen draufzusetzen. Also 2020 haben wir gut geschafft, 2021 wird noch besser. Und also 158 Abonnenten, das ist fast das Fünffache von denen, was ich 2019 bekommen habe. Wahnsinn. Also wirklich, also ihr seht, meine ganzen Werte sind um das Vierfache gestiegen und sogar die Abonnenten schon fast das Fünffache. Es ist der pure Wahnsinn, was ich hier erleben darf. Und ich bedanke mich wirklich bei jedem. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen. Die Leute, die da hier alle so im Chat drin waren, das waren wirklich sehr, sehr viele in diesem Jahr. Waren 2019 war es noch relativ wenig und sehr überschaubar. Aber 2020 war wirklich sehr viel los hier im Chat. Deswegen freue ich mich auf das Jahr 2021. Das wird nochmal richtig knackig, richtig schön werden. Und ich denke mal, wir werden auch einige Stufen höher gehen. Zum einen habe ich ja noch ein Hardware-Upgrade offen. Yay! Yeah. Hardware-Upgrade. Ja, nee, also das plane ich ja schon seit vielen Jahren mittlerweile, das Hardware-Upgrade. Und dann denke ich mal auch, dass ich da einige Probleme dann umgehen werde. Heute hatten wir auch in diesem Stream, hatten wir Probleme. Ja, mein Gott. Plötzlich hat die Software, die ich hier habe, aufgehört, die Daten zu senden an YouTube. Und YouTube bekam keine Daten. Ich hoffe, ich werde ja auch mit der neuen Hardware dann auch die Software wechseln. Ich hoffe, dass es damit dann besser läuft und besser funktioniert. Ich werde die Qualität auch nochmal nach oben schrauben können. Das ist auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich bin noch nicht so zufrieden mit der Qualität hier von den Livestreamen, aber es ist gerade technisch bei mir einfach nicht möglich. Deswegen Hardware-Upgrade. Ja, so sieht's aus. Werde mich natürlich auch nächstes Jahr auch neben Hardware-Upgrade auch nochmal so verbessern. Ich habe noch ein paar Anschaffungen zu machen. Also ich brauche noch zum Beispiel eine zweite Leuchte, damit hier nicht so viel Schatten bei mir hinten ist. Hier, wenn ich meinen Arm hebe, seht ihr ja Schatten. Da die Beleuchtung werde ich auch noch mal optimieren nächstes Jahr. Das steht auch so ein bisschen noch an. Und neben der Beleuchtung habe ich noch was anderes, aber das möchte ich noch nicht verraten, damit das noch viel komfortabler und schöner wird hier in den Streams. Also da könnt ihr euch auf was freuen. Also da kommt wirklich einiges Neues hier, einiges Neues, und es wird einiges besser, hoffentlich besser. Und das ist so mein Versprechen, was ich euch geben kann. Ich werde mich am 31. September schön gemütlich hinsetzen und die Countdown runterzählen. Wir werden ein bisschen Sushi essen. Und ja, also ich bin ja dieses Mal in diesem Silvester ja allein. Oder was heißt allein? Mit meiner Frau. Und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend. Wir reisen nicht so hin und her, weil ihr wisst ja, es gibt ja solche Beschränkungen. Und daran halte ich mich eigentlich im Großen und Ganzen. Andere wiederum nicht, aber das ist mir auch egal. Ja, gut. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich wirklich bei allen für diese riesigen Zahlen, die ich da wirklich im Jahr 2020 erreicht habe. Wäre jetzt richtig geil, wenn wir die Zahlen, die ich jetzt gesagt habe, nochmal vervierfachen. Mal gucken, ob wir das 2021 hinbekommen. Das wird richtig fett werden. Das verspreche ich euch. So, tschüssi. Ich hoffe, das Jahr 2020 kommt nicht im Jahr 2021 zurück. Ich fand es ein bisschen scheiße. Das gebe ich ganz, ganz offen zu. Und ich bedanke mich wirklich an alle, die hier in den Chat geschrieben haben, die mich unterstützt haben. Wirklich sehr, 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 sehr viele waren das. Wirklich sehr, sehr viele, die mich hier unterstützt haben. Ist ja Wahnsinn. Und auch immer kräftig Likes geben. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Kettet gerne nochmal hier in den Chat oder in den Kommentaren reinschreiben, dann kann ich euch nochmal namentlich bedanken.
Wir sehen uns dann wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich am 1. Januar oder am 2. Januar streame. Aber so irgendwas so in der Drehe. Anfang Januar werden wir uns wieder hier im Livestream sehen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Ich bin raus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, ein Like zu geben. Ein Abo dalassen wäre natürlich auch ganz nett, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.